Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zum Profi-Walkthrough von Dark Souls. So, der letzte Storyboss wartet da hinten, Seath, der schuppenlose Drache. Ich habe ein paar Vorbereitungen getroffen. Ihr seht, ich sehe ein bisschen anders aus als vorher. Denn der Boss ist zum einen sehr anfällig gegenüber Blitz- und Feuer-Elementarschaden. Das heißt, wenn ihr eine Feuer- oder Blitzwaffe habt, unbedingt anziehen. Ich habe hier eine Feuer-Hellebarde auf Level 5. Vielleicht reicht das ja, ansonsten kann ich immer noch zu Nitos Schwert hier zurück, zu meinem Drachenschwert zurück. Außerdem habe ich die Robe der Maid angezogen. Hier die da. Denn die ist besonders gegen Fluch resistent. Und der Boss kann uns verfluchen. Und ihr wisst, Fluch ist so ziemlich der übelste, mit Abstand übelste Statuseffekt, den das Spiel zu bieten hat. Also denn, los geht's. Kein allzu großes Areal, aber ihr seht schon, wie viele Leute hier verflucht worden sind. Und hier kommt er. Seath ist unverwundbar. Ihr könnt ihn nicht angreifen, es sei denn, ihr macht diesen Kristall hier kaputt. Solltet ihr allerdings nicht gleich zu Beginn des Kampfes machen, sondern erst, wenn Seath etwas näher gerückt ist, jetzt zum Beispiel, und dann vor zu seinem Bauch und alles draufhauen, was ihr habt. Er hat zwei Attacken. Die erste, da seid ihr hier vorne sicher. Das ist die hier, da könnt ihr weiter draufhauen und er wechselt sie immer ab. Aber wir sollten jetzt etwas mal im Kreis, ja genau, das ist es, was ich meinte, im Kreis laufen. Und diese Kristalle sind die, die uns verfluchen. Wenn ihr es schafft, hinter ihn zu kommen, könnt ihr tatsächlich seinen Schwanz abschlagen und das Mondlicht-Großschwert euer eigen nennen. Eine der coolsten Waffen, die es gibt im Spiel und auch eine der legendärsten. So, und wieder weg. Genau, das ist die Attacke, die auch vor dem Boden vor ihm Schaden austeilt. Jetzt könnt ihr wieder hin. Ihr könnt hier bleiben, weil die nächste Attacke, die ihr wieder abwechselt, ist wieder die, die total ungefährlich ist. Ich habe sie gerade verwechselt. Nun denn, kein Problem. Wir haben ja genug Fluchresistenz. Jetzt reicht's aber, Seath. Mal wieder in Sicherheit gehen. So geht's nicht übrigens. So, wieder ran. Jetzt wird die nächste auf jeden Fall eine sein, wo wir wegrennen müssen. Wir sollten das schnell tun. Wieder heilen. Jetzt probieren wir mal das andere Schwert. Aber ihr seht schon, das hat schon gut Aua gemacht. Aber auch das ist mehr Damage pro Sekunde. Immer schön hier vorne an seinem Bauch bleiben. Und nicht zu gierig sein, wie ich das hier die ganze Zeit bin. Aber wie gesagt, solange ihr Fluchresistenz ganz hoch habt, ist das kein Problem, auch hier mal in den Diamanten zu stehen. Und so Seath mit gar nicht mal so viel Geduld den Chaos zu machen. Fall um. Badam. Dankeschön. Wir bekommen die letzte der Fürstenseelen. Hier ist ein Leuchtfeuer. Wir bekommen eine Menschlichkeit und nicht zuletzt ordentlich viel Seelen. Siehe rechts unten. Dadam, dadam, dadam. 60.000 an der Zahl. Ein Leuchtfeuer. Und nun, meine lieben Damen und Herren, wartet das Finale von Dark Souls. Ich freue mich schon richtig drauf. Ein cooler Kampf, eine coole letzte Arena. Das machen wir allerdings in den nächsten beiden Episoden. Ich winke feierlich zum Abschied, sag Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.